Hallo zusammen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir ein Brot, das habe ich schon ganz am Anfang meiner Laufzeit gebacken. Das nennt sich fristig Dummbrot und das möchte ich heute nochmal backen. Dazu braucht ihr folgende Zutaten: 520 Gramm Wasser, 20 Gramm frische Hefe, 400 Gramm Weizenmehl Typ 550, 100 Gramm Dinkelmehl Typ 630, 200 Gramm Roggenmehl Typ 1150, 50 Gramm Weizenmehl Typ 1050, 1 Teelöffel Zuckerrübensirup und 3 Teelöffel Salz. Und jetzt beginnen wir. Ich nehme wie immer den Thermomix. Ihr könnt jede Schüssel mit jedem Handrührgerät nehmen. Es geht überall. Ihr könnt es auch mit dem Kochlöffel mixen, wenn ihr das möchtet, oder mit der Hand kneten. So, als erstes gebe ich hinein die 520 Gramm Wasser. Den halben Hefelöffel und den Teelöffel Zuckerrübensirup. Zwei Minuten, 37 Grad, Stufe 2 und danach hole ich euch wieder hinzu. Jetzt gebt ihr alle Mehlsorten hinzu. Und obenauf kommen jetzt noch 3 Teelöffel Salz. Minuten Teigknetstufe und danach sehen wir uns gleich wieder. Jetzt nehmt ihr eine große Schüssel, in meinem Fall ist es die Edelstahlschüssel von Pamba Chef. Das ist eine dreiteilige Schüsselserie und deswegen könnt ihr den Teig schön gehen lassen. So, ich lasse es mal direkt reingeben. Das ist ein sehr klebriger Teig heute. Aufgelegt und die Schüssel kommt jetzt an einen warmen Ort und bleibt eine Stunde stehen und der
Teig darf sich jetzt nochmal entwickeln auf die doppelte Größe und danach hole ich euch wieder hinzu. Bis später! Gut, der Teig ist jetzt gegangen. Den holen wir jetzt aus der Schüssel raus. Bemehlt noch ein bisschen die Teigunterlage, denn das ist jetzt wirklich ein richtig klebriger Teig. Schaut, so sieht er jetzt aus. So. Prima. Also, wie gesagt, es ist ein sehr klebriger Teig, weil einfach Roggenmehl mit dabei ist. Bemehlt es auch jetzt ein bisschen oben drüber. Und jetzt müssen wir den Teig ein bisschen falten. Und das macht er so, dass ihr den Teig nehmt, in die Mitte einschlagt, auf der anderen Seite in die Mitte einschlagt. Einschlagen, runterdrücken. So habt ihr den Teig jetzt auf Spannung gebracht. Wirkt es noch ein bisschen rund. Prima. Dann nehmt ihr euch euren Ofenmeister. Das ist der 3-Liter-Topf von Pembachev. Meiner ist noch relativ neu. Ich habe mir noch einen zweiten gegönnt. Und da gebt ihr jetzt Rapsöl rein. Muss ich gerade mal gucken, ob ich noch Rapsöl habe. Wenn nicht, nehmen wir was anderes. Ne, dann nehmen wir hier das Salbaöl. Ein bisschen ausfetten. Und auch die Wände gut einreiben mit dem Silikonpinsel. Und auch den Deckel. So. Dann nehmt ihr euren Laib. Pudert noch ein kleines bisschen unten rein. Legt den hier rein, dann nehmt ihr ein Messerchen und macht ein schönes Muster. Bemehlt das auch wieder. Dieses Bemehlen ist einfach obendrauf für die Optik und unten, damit es jetzt, weil eben dieser Ofenmeister neu ist, dann eben nicht festbackt. Deckel auflegen. Jetzt lasst ihr diesen Ofenmeister noch circa 20 Minuten stehen, damit sich der Teig noch ein bisschen wieder hocharbeiten kann, ein bisschen ruhen. Und dann geht es in den Backofen. Eben ist gerade mein Backofen vorgeheizt worden auf 230 Grad Ober- und Unterhitze. Ihr schiebt es ein auf den Rost und das ist Einschubfach und lasst es dann eine Stunde backen. Und nach einer Stunde hole ich euch dann hinzu. Also, bis!
später. Mein Brot ist fertig und jetzt kommt die Überraschung. Lalalala. Schaut euch das an. Das ist wirklich ein tolles Brot. Fantastisch. Und es duftet wunderbar. Jetzt stürzt ihr das gleich raus aus dem Ofenmeister auf das Kuchengitter. Und jetzt mache ich noch den Knuspertest für euch. Hört ihr das? Und so muss ein Brot klingen von außen. Genau richtig, perfekt. Ich schneide für euch das Brot jetzt noch an. Und das kann ich mit meinem genialen Brotmesser machen. Das ist auch von Pemberchef, dieses Brotmesser. Und ihr habt ja gesehen, es ist jetzt frisch aus dem Backofen gekommen. Und jetzt schneide ich das ganz heiße Brot für euch an. Und es dampft. Und es hat eine wunderschöne Porung. So heiß, ich kann es gar nicht nehmen. Schaut die Porung an vom Brot. Fantastisch. Ich hoffe, euch hat mein Film gefallen. Euch gefällt das Rezept vom Fristig-Dummbrot, gebacken im Ofenmeister. Kommt doch einfach noch auf meinen Blog, da könnt ihr das Rezept abrufen. Unten in der Infobox findet ihr jetzt den Link dazu. Und alle Zutaten. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, eure Martina.